Schade. Das haben wir noch, das haben wir noch eine zweite Überraschung. Ja, ist ja in Ordnung. Ich bin nicht die Überraschung, also keine Ahnung. Ich war damals ein großer Fan von mir, bin ich heute noch. Komm, mein Schatz, ist in Ordnung, also ganz frei. Ich meine, irgendwie ist er nervös. Warum denn? Ich weiß es nicht. Normalerweise würde ich zu meinem Hund sagen, Kusch. Sitzplatz. Sitzplatz, genau. Aber okay. Wir haben noch eine kleine Überraschung. Und zwar einen Herrn, der kommt jetzt auf die Bühne und singt. Steffi! Applaus für den Herrn! Steffi Stephan und Rüdenberg Peter Maffay. Ja, du musst ja gar nichts mehr sagen, ne? Möchtest du noch was sagen? Ja, das neue Motto des heutigen Abends. Sag mal, kannst du dich gar nicht noch erinnern? Weißt du noch damals? Wer von euch hier, ich meine, das waren immer zwei Abteilungen. Das eine waren die Abteilung Insel Tanzcafé. Wer war von euch in Insel? Ich! Wer war von euch in Copacabana oder Contiki? Ja, das war alles Musik, die wir damals gemacht haben. Ich bin ja sehr froh, dass man diese alten Stücke nicht verlernt. Zum Glück. Also, ich muss hier gucken. Ich hatte nur die große Ehre, damals bei den Mustangs zwei Stücke, die konnte ich singen. Sonst hat Udo immer gesungen. Oder Nico Kuhlkamp. Wer kennt noch Nico? Seid ihr alle nicht mehr? Ja, was? Ihr seid doch alle zu jung. Wisst ihr? Wir sind alle noch zu viel Kids. Auf jeden Fall damals mit dem Beatclub, mit dieser ganzen Geschichte, fing das an, dass die Deutschen grundsätzlich auch umdenken mussten, nämlich auf die sogenannten Schwerpunkte 2 und 4 musikalisch, weil ursprünglich der richtige Deutsche macht. Der Deutsche geht auf 1 und 3. Das heißt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ne? Und bei den Beats, das heißt also bei der neuen Musik, da wurde der Schwerpunkt umgelegt auf 2 und 4. Das habe ich damals in meiner ersten Band, die ich gehabt habe, im Keller, habe ich jemanden, der ist heute Abend übrigens da, Volksschule damals noch, dem habe ich das gezeigt, dass es nicht auf die 1 und 3, sondern auf die 2 und 4 geht. Und das werden wir jetzt mal probieren, okay?